Aham. Aham heißt ich. Aham heißt schlicht und ergreifend ich. So ähnlich wie ich, du, er, sie, es, da gibt es Aham und Aham heißt ich. Aham spielt oft eine Rolle, gerade im Vedanta. Das ist nämlich die Frage, wer bin ich? Wer bin ich? Wer ist dieses Aham? Da gibt es auch das sogenannte Ahamkara, das heißt der Ich-Macher, derjenige, der das Gefühl gibt, ich bin ich. Kara, Macher, derjenige, der macht, Aham, ich. Und das ist eine gewisse Funktion des Geistes, wo du sagst, ja, ich bin, und sagt, nee, ich bin der Körper, ich bin die Psyche, ich bin Vata, Pitta, Kapha, ich bin liebevoll, ich bin künstlerisch, ich bin handwerklich, das ist alles, ich bin. Also diese Ich-Identifikation, das ist Ahamkara. Aber Aham ist einfach Ich. Wer ist dieses Ich? Vedanta sagt, Aham Brahmasmi. Yasmi heißt Ich bin und Brahman heißt Brahman, das absolute Aham Ich. Ich bin Brahman, Aham Brahmasmi. Was ich wirklich bin, ist Brahman. Ich bin nicht der Körper, nicht die Psyche, nicht die Gedanken, nicht die Emotionen, nicht die Gefühle, nicht die Persönlichkeit. Aham Brahmasmi, ich bin Brahman. Manchmal wird das auch verkurzt. Zum Beispiel sagt man Sat Chit Ananda Svarupoham. Sat, sein, Chit, Wissen, Ananda, Glückseligkeit, Svarupa, wahre Natur, Aham. Einfach heißt das Ich, wahre Natur, sein, Wissen, Glückseligkeit. Da ist gar kein Verb dabei. Trotzdem ist klar, Sat Chit Ananda Svarupoham kann man übersetzen. Meine wahre Natur ist sein Wissen und Glückseligkeit. Oder ich bin von der wahren Natur sein Wissen, Glückseligkeit. Aham heißt also eigentlich ich. Oft kann man aber auch, wenn man in einer Wortzusammensetzung Aham sieht, auch das gleich übersetzen als ich bin. Aber Aham, ich.